kein übertriebenes Selbstbewusstsein, was er mal unterwegs war, aber mir reicht das jetzt. Und ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Ich würde sagen, aber Sie können nicht aufhören. Sie können ja nicht aufhören, weil Sie immer vermieten. Yeah.
wollte noch mal eben eine Frage stellen. Ja, bitte. Enthüllungsjournalist, Sie decken auf. Ihr Leben lang machen Sie das jetzt schon. Und wie verändert sowas? Mich verändert ja. Das auch. Ich bin ursprünglich wohl auch mütterlich, Vater früh gestorben, Erziehung mütterlicherseits, sollte ich zu einem sehr angepassten Menschen erzogen werden. Ich glaube, indem ich an die, das mir angetan wurde, auch manchmal sehe ich das fast ein bisschen schicksalhaft. Ich bin Agnostiker, bestehe auch drauf. Aber was, wieso mir mit, wer spielt mir da noch mit? Und was habe ich auch für ein Glück gehabt, dass ich jetzt alles einigermaßen unbeschadet überstanden habe? Ich muss verdammt aufpassen, nicht am Ende noch zu einem gläubigen Menschen zu werden. Davor bewahre mich Gott. Ja, aber es hat mich verändert. Ja, ich bin angstfreier, indem man in die Ängste reingeht. Ja? Ich meine, in Albträumen holt es mich ein. Ich komme immer wieder. Aber so im normalen Leben, da lasse ich einiges nicht zu. Da bin eher harmoniebedacht. Ich sehe die positiven Seiten in den jeweiligen Menschen. Jeder, fast alle haben verschiedene Seiten und ich zunehmend versuche ich die auch hervorzuholen. Ich bin auch vielen Sachen, mache ich ehrenamtlich als Schlichter, Mediator, dann bringe ich welche zusammen, um es nicht veröffentlichen zu müssen. Ja? Aber ich glaube, ich bin dadurch ja, von einem eher einem introvertierten, sehr scheuen zurückhaltenden Menschen zu einem sozialeren und gesellschaftlich auch. Ich bin immer noch, kein übertriebenes Selbstbewusstsein, was vielleicht ursprünglich mal sehr unterentwickelt war. Kein übertriebenes Selbstbewusstsein, was eher mal unterentwickelt war, aber mir reicht das jetzt. Und ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Ich würde sagen, die ewige Ruhe ist noch aber lange. Aber Sie können nicht aufhören. Bestellen. Sie können ja nicht aufhören, ein Problem. Weil Sie immer wieder Fälle entdecken. Es ist, auch, es ist auch eine Art, es wäre feige, es wäre sich da denjenigen gegenüber, die auch Erwartungen in mich haben. Ne? Das ist auch Verpflichtung, mein Gott. Ich bin gefordert, ich mache es auch gerne, weil ich erreiche immer was. Und zunehmend erreiche ich mehr. Und das nutze ich aus. Wollten Sie ein Stück vom Film gezeigt haben? Ging das nicht? Ja, wollte ich eigentlich. Pass auf. Das fand ich schade, weil ich habe nämlich keinen Fernseher und ich habe das noch nie gesehen. Pass mal auf, ich gebe Ihnen die Kassette jetzt mit. Pass auf, die hab hier. Wo ist der Kessel? Wollte ich doch noch eine Frage stellen. Ich gebe Ihnen die Kassette. Ja? Noch, ja, bitte, ich wollte doch bitte. Noch eine Frage ja, stellen, bitte. Weil Sie ja wirklich auch Vorbild sind, also zum Beispiel für viele Journalisten. Mhm. Denn zu einer Zeit, wo ich also angefangen habe, zum Beispiel, da gab es das für wen noch gar nicht. Für wen schreiben Sie? Ich hatte angefangen als Volontärin bei der Deutschen Presseagentur. Ja. Und da gab es das ja gar nicht. Nee, nee. Da war das und das erste Mal war das ja in Amerika dann die beiden Journalisten, die die in der Nixon-Affäre dann recherchiert haben. Und dann fing es ja an. Hatten Sie, waren das auch Ihre Vorbilder zum Beispiel? Ja, aber auch die literarischen Vorbilder, die habe ich erst kennengelernt, nachdem ich mit denen verglichen wurde von Klügerer. Ne? Egon Erwin Kiech lernte ich kennen, nachdem andere meinten, ja, da gab es Atten Sinclair, ne? The Jungle, der ein epochales Werk geschrieben hatte, Schlachthaus in Chicagos, wo ich nachher ähnliche Sachen ganz unten gemacht hatte. Der ist später, habe ich den erst entdeckt. Ne? Also ich würde sagen, ich habe große literarische Vorbilder. Doch, es waren mehr literarische Vorbilder. Wie ich eben schon sagte, Kurt Hamsun, Kerouac, es waren Graven vor allem. Ne? Und mein Vater, er war in die Welt raus mit 17, über Grenzen, illegal in allen möglichen Ländern. Und was der so erzählte, das war das, was man später in solchen Büchern Jack London oder Traben lesen konnte. Mhm, ich meinte jetzt die beiden Amerikaner, ne, die den Nixon-Affäre. Ja, das waren ja eine andere Sache. Das waren ja welche, die investigativ aufdeckten, aber nicht in solchen Rollen unterwegs waren. Nein, die stimmt. Die hatten die. Ja, danke schön. Wo möchtest du die Ich wollte jetzt nur fragen, das ist ja eine ungewöhnliche Sache eigentlich, ne, dass so ein Kölner
ist ja eine Kölner Initiative, die nach Düsseldorf übergeschwappt ist. Und warum haben Sie sich jetzt entschieden oder haben Sie aus Düsseldorf so ein Angebot gar nicht gehabt? Nein, also ich bin mit dem Herrn Ostendorf von 50/50 schon lange in Kontakt und ich habe das Gefühl, die machen das so gut, die brauchen nicht so viel Unterstützung. Aha. Und das ist in Köln ist das eine ganz junge Initiative. Und der Herr Kessel hat mich als Mensch auch einfach so begeistert, weil er so umtriebig ist und sogar schafft, Gerhard Richter und Rosemarie Trockel dazu zu bewegen, so viele Kunstwerke zu stiften, dass ich gesagt habe, da möchte ich mich auch engagieren. Und das Thema hat mich sehr, sehr bewegt und ich habe die Bücher gelesen von Günter Wallraff und mir den Film angesehen. Und dann habe ich Herrn Kessel auch gefragt, wenn, dann möchte ich auch die Orte, die es betrifft, sehen. Und wir sind zusammen in die Annostraße gefahren und haben dort 2 Stunden verbracht, dort ein Mittagessen mit Obdachlosen zu uns genommen. Ich habe mir die Räumlichkeiten angeschaut und ich habe da erstmal verstanden, worum es geht. Dass es dort verschiedene Problematiken gibt, die Probleme, die Menschen mit sich tragen. Und es gibt Menschen, die einfach es nicht mehr schaffen, in die normale Gesellschaft zurückzukommen und die keinen Platz haben. Oder diese Heime geben diesen Menschen die Möglichkeit, wieder einen sicheren Ort, einen Zufluchtsort zu haben. Und das hat mich bewegt, das zu unterstützen. Ja, und Sie haben wirklich, oder der Herr Kessler hat wirklich ungeheuer interessante und also für mich jedenfalls, ich war total begeistert, als ich diese Sachen an der Wand sah, was er da aufgetrieben hat, um gekauft zu werden oder gespendet zu werden. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz also diesen toll. Diesen Enthusiasmus, den er da entfaltet, der steckt einfach an. Ja, also ich meine jetzt, vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf die Bilder ein, was Sie da haben, das wäre wichtig. Ne? Genau. Ich habe also sehr, sehr schöne alte Beuys-Plakate zum Beispiel gesehen. Ja. Und von Sigmar Polke, aus dem Zyklus Bettler, Fotoarbeiten, die ich sehr, sehr interessant finde und die natürlich auch thematisch passen. Rosa-Marie Trockel hat ein Unikat gestiftet, Candida Höfer hat aus einer 6er-Auflage eine große Fotografie gestiftet und von Gerhard Richter einige Fotoarbeiten und einige signierte Plakate. Ja, also Gerhard Richters Sachen haben mich wirklich fasziniert, was er da wirklich gespendet. Das ist, sind ja Spenden, ne? Genau, die gekommen sind. Also ist toll. Und was haben Sie aus Ihren Beständen? Also generell heute haben wir gesagt, egal wofür sich ein Sammler oder ein Förderer interessiert, alles was heute verkauft wird, fließt dem guten Zweck zu. Und wir haben hier ein breiteres, also mal unser Gesamtprogramm gezeigt, das grafische Werk von Otto Piene, grafische Werk von Heinz Mack, von Günter Lücker, Collage-Grafiken von Christo, Grafik von A.R. Penck, dann aquarellierte Radierungen von Markus Lüppert. Das ist so im kurzen Mal. Ja, dann wünsche ich wirklich also einen großen Erfolg, würde ich sagen. Und es ist einfach so angelegt, dass Sie wirklich einen großen Erfolg haben. Und wir können jetzt schon sagen, also, dass wir mindestens 20.000 Euro als Spende zusammenbekommen haben. Und Herr Kessel ist, glaube ich, auf einem guten Weg, dass er nächstes Jahr verkünden kann, dass er das Haus erwerben wird. Ja, gut, danke.